Wow, schau dir all den Straßenverkehr in Car City an. Es sind bestimmt diese Straßenarbeiten, die alle aufhalten. Hey, da ist Jeremy, das Taxi und sein Sohn. Sieht so aus, als hätten sie es eilig, irgendwo hinzukommen. Wie gut, dass Jeremy Car City so gut kennt. Vielleicht kann er die Baustelle irgendwie umfahren. Oder vielleicht auch nicht. Ihr zwei habt heute nicht viel Glück, was? Wo wollt ihr denn überhaupt hin? Du hast heute einen Schulausflug? Vielleicht kann Supertruck euch helfen, an all den Baustellen in Car City vorbeizukommen. Wie gut, dass du da bist, Carl. Da sind Baustellen überall in Car City. Aber Jerry muss schnell zur Schule, bevor er noch seinen Schulausflug verpasst. Meinst du, Supertruck kann da helfen? Vielleicht kommst du ja als Monster Truck an all den Baustellen vorbei. Ein Lastwagen auf Federn. Hervorragende Wahl, Carl. Wow, diese Sprungfedern sind ja unglaublich. Und du hast ja sogar ein Periskop, dass du sehen kannst, was vor dir passiert. Und damit kannst du bestimmt Passagiere transportieren. Was für eine tolle Verwandlung. Schaut euch das an. Da sind sie, Supertruck. Das wird ein richtig großer Sprung. Einsteigen, Jungs. Supertruck ist hier, um euch zu retten. Willst du deinen Sohn nicht begleiten, Jeremy? Keine Sorge, dir passiert schon nichts. Das ist aber eine ganze Menge, wo du drüber springen musst. Aber nichts, was Supertruck nicht schaffen könnte. Sieht so aus, als hätte Jeremy die Fahrt mit dir dann doch genossen. Gerade noch rechtzeitig. Gut gemacht, Supertruck. Viel Spaß auf deinem Schulausflug. Vielen Dank für alles, Supertruck. Ohne dich hätte Jeremys Sohn bestimmt seinen Ausflug verpasst. Habt einen schönen Tag, ihr zwei. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Charlotte. Hallo, Jerry. Heute ist das größte Autorennen des Jahres. Seid ihr schon aufgeregt? Du wirst sicher Spaß haben bei dem Rennen, Jerry.
Aber Charlotte, du siehst besorgt aus. Ach du liebe Güte, du musst all diese Fahrzeuge zur Rennstrecke bringen? Und das Rennen startet um 5. Wie willst du das schaffen? Großartige Idee, Jerry. Wir rufen Supertruck. Jemand in Car City braucht deine Hilfe, Supertruck. Wow! Und schon bist du in deiner Höhle, um dich zu verwandeln. In was wirst du dich verwandeln, Carl? Karl, transformiere dich! Fantastisch! Jetzt aber schnell zu Charlotte. Hier ist Supertruck, um dir zu helfen, Charlotte. Sieht so aus, als wären die hier auch alle froh, Supertruck zu sehen. Also, wie wollt ihr all diese Autos rechtzeitig zum Rennen bringen? Gute Idee, Supertruck. Wenn du die Hälfte der Autos übernimmst, kann Charlotte die andere Hälfte übernehmen. Dadurch ist genug Platz für alle. Ihr arbeitet toll zusammen. Auf geht's zum Rennen. Hier sind wir auch schon. Charlotte ist dir wirklich dankbar, dass du geholfen hast, alle rechtzeitig zum Rennen zu bringen, Supertruck. Wenn wir alle zusammenarbeiten, um eine Aufgabe zu erledigen, bleibt mehr Zeit, um zu spielen. Vielen Dank für deine Hilfe, Supertruck. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Tom. Hallo ihr kleinen Autos. Sieht so aus, als wäre es ein toller Tag für einen Schulausflug.
Schön hinter Tom herfahren. Die Straße ist eng hier, aber keine Sorge. Hinter der nächsten Kurve wird sie breiter. Passt auf, Leute! Wow! Schau, wie viele Steine hier auf der Straße liegen. Wie wollt ihr denn da drum rumfahren, Tom? Guck mal, da ist Penny. Du hast recht, Penny. Da war ein Erdrutsch und nun ist die Straße blockiert. Großartige Idee, Penny. Du rufst Supertruck. Tom und die kleinen Autos brauchen deine Hilfe, Supertruck. Sie kommen gerade von einem Schulausflug nach Hause und ein Erdrutsch hat die Straße nach Car City blockiert. In welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln, Carl? In einen riesigen Bagger. Großartige Idee. Supertruck, du bist der größte Bagger, den ich je gesehen habe. Auf geht's! Sei vorsichtig, Supertruck. Du passt ja kaum auf diese enge Straße. Nicht, dass du über den Rand fällst. Hört mal alle her. Supertruck ist da, um euch zu retten. Keine Sorge, ihr kleinen Autos. Wenn Supertruck erstmal die Steine beiseite geräumt hat, könnt ihr euren Helden sehen. Hey, ihr Kleinen! Supertruck könnte eure Hilfe gebrauchen. Kann jeder von euch einen der kleineren Steine beiseite schieben? Na seht ihr, die Straße ist frei. Ihr habt toll gearbeitet und ihr wart wirklich eine große Hilfe. Okay, es ist an der Zeit, nach Hause zu fahren. Car City wartet. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag. Und vielen Dank, Tom, dass du die Kinder auf einen Schulausflug mitgenommen hast. Auch wenn er am Ende ein bisschen holprig war, hattet ihr bestimmt eine tolle Zeit. Danke, Supertruck. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hm.
Hallo, Steve. Hallo, Billy. Sieht so aus, als wärst du gerade rechtzeitig angekommen. Da sind eine ganze Menge Schlaglöcher, die repariert werden müssen in der Straße. Und wir wollen ja nicht, dass jemand einen Unfall baut. Wow, Billy. Das ist aber ein ganz schöner Haufen Schotter, der bewegt werden muss. Okay, du bist an der Reihe, Steve. Schauen wir mal, wie schön glatt du die Straße machen kannst, damit die Fahrzeuge wieder sicher darauf fahren können. Oh nein, Steve. Was ist denn los? Es sieht so aus, als wäre etwas mit Steve nicht in Ordnung. Oh nein. Das hört sich nicht gut an. Ach, du armer Steve. Du hast wohl keinen Dampf mehr. Ich denke, du solltest repariert werden. Keine Sorge, Steve. Ich rufe Tom den Abschleppwagen. Er wird dich holen. In der Zwischenzeit sollten wir Carl fragen, ob er Supertruck um Hilfe bitten kann. Wir müssen diese Straße wieder heile bekommen, denn heute Abend wird hier wieder eine Menge los sein. Carl, aufwachen! Steve und Billy waren gerade dabei, eine Straße zu reparieren und Steves Walze ist kaputt gegangen. Kannst du helfen? Großartig! Dann wollen wir mal. Wir sind dir wirklich sehr dankbar für die Hilfe, Carl. In welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln, Carl? Jawohl, das ist es, Carl. Eine Dampfwalze ist die perfekte Wahl. Zeit, sich zu transformieren, Carl. Wow, Carl, du bist ja kaum wiederzuerkennen. Du bist jetzt eine riesige Dampfwalze. Auf geht's! Hier sind wir auch schon. Okay, Steve. Supertruck kann jetzt übernehmen. Hier kommt Tom, er wird dich in die Werkstatt bringen. Tschüss, Steve. Und keine Sorge, wir werden die Arbeit für dich erledigen. Hier sind die Schlaglöcher, Supertruck. Wie du siehst, hat Billy sie schon mit Schotter gefüllt. So ist es richtig, Supertruck. Schön langsam und sorgfältig. Die Walze muss jede Beule und jede raue Stelle schön glatt machen. Steve, schön zu sehen, dass es dir wieder gut geht. Schau, was für eine fantastische Arbeit Supertruck geleistet hat, während du repariert wurdest. Ihr habt alle großartige Arbeit geleistet. Danke, Billy. Und Supertruck, richte bitte Carl unseren Dank aus, dass er dich um Hilfe gebeten hat. Tschüss, Supertruck.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo Carrie, was hast du denn vor? Du machst Kuchen für die Stadt? Das ist aber lieb von dir. Ach du liebe Güte, das ist aber eine Menge Kuchen. Oh nein, was ist los? Das ist eine ganze Menge Kuchen, wenn du den alleine ausliefern sollst. Vielleicht kann dir jemand helfen. Du hast eine Idee? Großartige Idee. Supertruck schafft alles. Oh. Oh. Schau, Karl. Feuerwerk. Jemand braucht deine Hilfe. Bist du bereit, Supertruck? Fantastisch! Auf geht's! Wow! Die Kleinen werden das lieben! Beeilung, Supertruck. Carrie braucht dich. Er ist da, Carrie. Toll gemacht, Supertruck. Was ist los? Die Kuchen machen dich zu schwer? Was denkst du? Du hast recht. Du und Carrie könnten jeweils die Hälfte der Kuchen ausliefern. Alles klar. Jetzt könnt ihr loslegen. Was ist los, Carrie? Ach du liebe Güte, du hast recht. Ihr habt nicht genug Zeit, um jeden zu Hause zu beliefern. Tolle Idee. Ihr könntet euch alle am Spielplatz treffen. Hey Tom, komm zum Spielplatz. Lily, komm zum Spielplatz. Matt, komm zum Spielplatz. Steve, komm zum Spielplatz. Carrie hat euch Kuchen gebacken. Mhm.
alle sind da. Kuchenzeit. Du hast recht. Ich habe auch keine Ahnung, wo Supertruck hin ist. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns. Karl, der Transformer-Truck. Hallo, Amber. Wie geht's dir heute? Oh, Amber, alles in Ordnung? Oh, du warst auf dem Weg, um Tom zu besuchen. Ist er krank? Wir brauchen jemanden, der dich ersetzen kann. Beweg dich nicht. Ich rufe Karl den Transformer-Truck. Er wird helfen können. Karl, Amber, der Krankenwagen ist verletzt. Und sie ist der einzige Doktor in der Stadt. Und Tom ist krank heute. Du bist der Einzige, der helfen kann. Wow, Karl! Okay, Beeilung. Amber ist gleich da vorne. Schau, Karl. Hier ist Amber. Amber, alles wird gut. Karl ist hier. Amber, Karl wird sich jetzt um Tom kümmern. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Da sind wir auch schon, Karl. Hallo, Tom. Amber hat einen Unfall, deswegen kommt Karl an ihrer Stelle. Was ist los mit dir, Tom? Du hast Fieber. Tom, sag A.
Okay. Kannst du bitte husten, Tom? Also, Tom, du hast zu viel gearbeitet die letzten Tage. Keine Sorge. Du brauchst einfach nur ein bisschen Ruhe. In ein paar Tagen geht es dir wieder gut. Also, Karl, du warst wirklich eine großartige Hilfe. Dankeschön. Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss, Karl. Tschüss, Tom. Wir sehen uns. Hallo, Tyson. Sieht so aus, als hättest du alle Hände voll zu tun, die Autos für das Rennen heute zu betanken. Ach du liebe Güte, Tyson. Das ist gar nicht so leicht, wenn man so unter Druck steht. All diese Fahrzeuge wollen ihren Treibstoff so schnell wie möglich, damit sie wieder ins Rennen können. Und du machst schon so schnell, wie du kannst. Vielleicht sollten wir Supertruck um Hilfe bitten. Jemand in Car City braucht deine Hilfe, Supertruck. Fantastisch! Schon bist du in deiner Höhle, um dich zu verwandeln. In was wirst du dich heute verwandeln, Karl? Karl, transformiere dich! Supertruck ist hier, Tyson. Wow, Supertruck. Kaum bist du angekommen, schon haben sich alle beruhigt. Gute Idee. Stellt euch in zwei Reihen auf, so kann jeder schnell betankt werden. Ganz einfach. Das macht ihr wirklich großartig, Jungs. Die Schlange wird schnell kürzer. Was ist los, Tyson? Es sieht so aus, als wäre dein Schlauch verstopft. Supertruck, ich denke, du wirst dich auch um Tysons Schlange kümmern müssen. Zwei auf einmal, Supertruck. Das ist fantastisch. Das war's, die letzten zwei.
Es war eine großartige Idee, Supertruck zu rufen, Tyson. Was hätten wir bloß ohne ihn getan? Da ist Tom, Tyson. Vielleicht kann er deinen Schlauch reparieren. Vielen Dank für die Hilfe, Supertruck. Bleibst du noch für das letzte Rennen? Okay, dann such dir einen Platz. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Dieses Auto fährt viel zu schnell. Beeilung, Matt. Den fängst du. Wer ist das? Ein weiterer Raser? Jetzt sind es schon drei? Was wirst du tun? Wo willst du denn hin? Du rufst Supertruck? Gute Idee. Er wird dir helfen, diese frechen Raser einzufangen. Carl, Matt, das Polizeiauto ist in Schwierigkeiten. Er muss drei Raser einfangen. Kannst du ihm helfen? Diesmal musst du dich in etwas wirklich Schnelles verwandeln, Carl. Das hier? Nein? Okay, schauen wir weiter. Ist es das hier, in was du dich verwandeln möchtest? Großartig. Was ist das? Eine Maschine zum Klonen? Das ist fantastisch. Damit kannst du ein und dieselbe Person mehrmals herstellen. Du siehst großartig aus, Supertruck. Los, fangen wir diese Raser. Hey, Matt, Supertruck ist hier. Beeindruckend. Es sieht so aus, als würdest du in einen Spiegel gucken, Matt. Der war gut. Auf geht's, fangen wir diese ungezogenen Autos. Da sind sie ja. Zeit, die Sirene einzuschalten. Aufgepasst, Jungs. Matt hat ein bisschen Hilfe dabei und verfolgt euch.
Geschnappt. Ihr Jungs seid jetzt echt in Schwierigkeiten. Gut gemacht, Supertruck. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Karl, der Transformer-Truck. Hallo, Gary. Was ist passiert? Oh, dein Reifen ist platt. Was willst du jetzt tun? Oh, die Arbeit heute muss getan werden. Keine Sorge, Gary. Wir holen Karl den Transformer-Truck. Er kann dich für einen Tag ersetzen. Er wird dir helfen können. Großartig. Ich suche Karl. Hey, Karl. Gary, das Müllauto braucht deine Hilfe. Kommst du? Großartig. Auf geht's. In welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln, Karl? Oh, natürlich. Ein Müllauto. Zeit, sich zu transformieren, Karl. Perfekt, Karl. Auf geht's. Suchen wir Gary. Schau, Karl. Gary, das Müllauto wartet schon auf uns. Karl ist hier, um dir zu helfen, Gary. Na dann, auf geht's an die Arbeit. Perfekt. Zeit für den Müll in den großen Container zu wandern. Fantastisch! Großartige Arbeit, Karl. Es ist nur noch eine Tonne übrig. Du machst das super, Karl. Ja, das war's. Perfekt. Also, die Arbeit ist getan.
Das hast du großartig gemacht, Karl. Vielen, vielen Dank. Ich denke, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Tschüss, Karl. Bis später. Tschüss, Gary.